Dann begrüße ich alle zu dem Vortrag zum Thema Baumzerlegung. Ja, ich wurde schon vorgestellt, ich arbeite in Leipzig am Helmholtz-Zentrum für Umweltwissenschaften, am UFZ. Und außerdem gehöre ich zur Universität Universität Potsdam, wo ich offiziell promoviere und die beiden arbeiten eben zusammen. Und finanziert werde ich durch das ESM-Projekt, Earth System Modeling. Genau, und die beschäftigen sich eben mit der Simulation von der Welt für Klimavorhersagen. So, dann kommen wir zum eigentlichen Talk. Das Ganze wird sich in ungefähr drei Abschnitte gliedern. Der erste, so eine generelle Einführung zum Thema Graphen und Parallelisierung, also was ist das überhaupt, damit wir ein paar Grundbegriffe haben, mit denen wir arbeiten können. Der zweite Teil geht über Flussnetzwerke, ist sehr optisch. Flussnetzwerke im Sinne der Hydrologie, also das, was wir tatsächlich kennen, so Flüsse, es regnet irgendwo und so. Der dritte Teil ist der Hauptteil und geht über die Baumzerlegung, also die Parallelisierung von der mathematischen Struktur Baum. Und dann werde ich noch so ein paar Details sagen, wie das so skaliert oder wie das so tatsächlich umgesetzt wird in Form von Programmierung. Fragen sind jederzeit willkommen. Die ersten beiden Teile werden hoffentlich so sein, dass ich das alle sehr gut mitkommen. Der dritte Teil möchte ich auch gerne, dass ihr mitkommt. Aber das wäre vielleicht gut, wenn wir da interaktiver werden oder so, um zu sehen, dass das halt gut klappt. Zunächst erstmal, was ist überhaupt Parallelisierung? Parallelisierung ist die Aufteilung von Rechnungen auf mehrere Recheneinheiten, sodass Rechnungen zeitgleich passieren. Dazu habe ich ein relativ simples Beispiel. Wir haben halt einfach irgendwie so zwei Zahlen rein, also zwei Zahlengruppen oder Mengen, die wir aufaddieren wollen. Und darin, dass wir da eine 13 drin stehen haben, sehen wir halt schon, dass es nicht irgendwie eine Zahl, die wir aufaddieren wollen und so weiter. Wenn wir jetzt eine Person da dran setzen, dann könnte sie halt auf einer Seite anfangen und ausrechnen, 13 plus 1 sind 14 und dann mit der nächsten Zahl weitermachen und das Ganze so lange, bis die Person fertig ist. Das wäre der serielle Teil. Und wenn wir das Ganze jetzt so machen wollen, dass das halt mehrere Recheneinheiten gleichzeitig machen, wie zum Beispiel drei Menschen, dann können wir halt das aufteilen. Wir packen es in drei Kästen und reichen es an drei verschiedene Menschen. Und die können dann zeitgleich berechnen. Also eine Person berechnet den ersten Teil ihres Teils, das zweite und so weiter. Wenn die gleich schnell sind, dann haben wir dann es geschafft, die gleiche Rechnung wie vorher in einem Drittel der Zeit auszuführen. Und das ist auch generell so. Der Gewinn, den man hat, wenn man das Ganze parallelisiert, ist, dass die Rechenzeit, die sich ergibt, im Optimalfall die serielle Rechenzeit durch die Anzahl der Recheneinheiten ist. Das wäre jetzt ein schöner Trivialbeispiel von, das kann man sehr gut parallelisieren. Jetzt gucken wir uns an, einen Fall, was man nicht so gut parallelisieren kann. Wir haben jetzt also einen Käsekuchen und der braucht 18 Stunden zum Backen und in einem Backofen. Und wie viel Zeit würde der benötigen, wenn wir den gleichen Käsekuchen, für den gleichen Käsekuchen 6 Backöfen zur Verfügung hätten mit demselben Ergebnis? Also wir wollen ihn nicht aufteilen oder sowas. Aber selbst wenn wir ihn aufteilen, hätten wir, glaube ich, nicht dasselbe Ergebnis. Das ist also kein sehr gut parallelisierbares Beispiel. Wir wollen ein bisschen rechnerischer bleiben. Wir haben schon wieder diese Zahlen. Kennt diese Zahlen jemand überhaupt von euch so? Zufällig? Ja, genau, das sind Fibonacci-Zahlen. Also Fibonacci-Zahlen verschoben um 1. Also meistens werden sie mit 2 mal 1 initialisiert. Und ja, was man macht, ist, man rechnet immer die letzten beiden zusammen. Also 13 plus 8 sind 21 und 21 plus 13 sind 34. Die Regel ist also, man nimmt die ersten beiden und kriegt daraus die zweite. Man nimmt die zweite und dritte und kriegt daraus die vierte und so weiter. Und das lässt sich schon parallelisieren, aber es ist nicht so einfach. Wir können nicht einfach das Ganze jetzt in drei Teile einteilen und auf drei Leute verteilen. Und die rechnen dann, weil ja eine Person das Ergebnis von vorher braucht. Und wir haben eigentlich auch noch gar nicht alle Zahlen, wenn wir anfangen. Das wäre also ein etwas komplizierterer Teil der Parallelisierung. Genau. Und dann haben wir so Fälle, die sind dazwischen. Die sind
Nicht so einfach, aber auch nicht so schwierig. Zum Beispiel haben wir das Pascalsche Dreieck, vielleicht kennen das auch schon welche von euch. Das ist, man initialisiert es, indem man ein links und rechts einfach irgendwie so einzeln hinschreibt, also so in Form einer Pyramide. Und dann würde man jeweils aus der Ebene darüber zwei benachbarte Zahlen nehmen und zusammenrechnen. Und dadurch kriegt man halt da die 2 an der Stelle zwischen den beiden Einsen in der zweiten Zeile. Und für die 4. Zeile würde man eben das Gleiche so machen, dass man im seriellen Fall wieder die 1 und die 2 zusammenrechnet und die 2 und die 1 und eine 3 erhält. Jetzt ist die Frage, das hat ja schon Bezug auf vorher, wie kriegen wir das vielleicht gut parallelisiert? Und da könnte man halt überlegen, dass man da wieder halt irgendwie 2 Teile nimmt, die man auf 2 verschiedene Personen auslagert. Die habe ich jetzt erstmal so angemalt. Was wir halt sehen ist, da ist ein Teil frei in der Mitte und das liegt daran, dass wenn wir diese beiden Teile wirklich unabhängig verteilen, die eine Person nur diesen einen Teil berechnen kann, weil sie ja, wenn sie die beiden Dreien zusammenrechnet, bekommt sie ja keine Zahl von links davon. Ist das für euch links? Egal, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das können wir lösen, indem wir einen Streifen quasi doppelt nehmen, dass beide Seiten diesen Streifen sehen. Also dass quasi die eine Person, die das rechnet, immer der anderen Person erzählt, was sie da macht, an dieser Stelle und umgekehrt. Das würde dann so aussehen, wir verteilen also das ganze Pascalsche Dreieck auf 2 Personen und rechnen aus. Die erste Person weiß, kann 3 und 1 zusammenrechnen und kriegt 4 raus, die andere kann das auch. Die andere hat einen Rechenschritt mehr und rechnet die beiden Dreien zusammen und kriegt eine 6 raus. Und damit die blaue Person weitermachen kann, braucht sie die 4 von der anderen Seite. Das heißt, die andere Seite würde das rüberschicken. In Form von Message Sending oder in Form von Shared Memory. Das sind 2 Ansätze dazu. Also entweder die haben tatsächlich Zugriff auf die gleichen Daten oder die eine Person schickt etwas aktiv rüber zur anderen Person. Ja, genau. Und das ist dann ein etwas komplizierteres Beispiel der Parallelisierung. Auch nicht so kompliziert, aber halt so zum Einstieg, was es so zwischen den verschiedenen, was so in der Mitte sein kann, zwischen geht und geht gar nicht. So, wir arbeiten mit Graphen, am Ende mit Bäumen. Bäume sind bestimmte Graphen, aber ich fange mal von vorne an. Ein Graph besteht erstmal aus Knoten und Kanten. Es kann auch ein leerer Graph sein, aber in dem Fall haben wir jetzt einen Knoten. Knoten werden üblicherweise gezeichnet durch einen Kreis. Und dann, wenn wir 2 Knoten haben, haben wir dazwischen eine Linie und die Linie heißt Kante. Wir können das beliebig aufblähen, wenn wir halt viele Knoten haben und die Knoten sind alle in einem Kreis quasi verbunden und sonst nicht, dann nennt sich das ein Kreis. Und das ist insbesondere auch ein Graph. Und wenn wir da weitere Knoten hinzufügen, die keinen Kreis ergeben, dann ist es halt auch kein Kreis mehr, aber immer noch ein Graph, und zwar ein zusammenhängender. Und zum Unterschied dazu wäre das halt ein unzusammenhängender Graph. Weil eben zwischen dem einen Knoten 9 und dem Rest keine Verbindung besteht. Und dann ist ein Baum ein kreisfreier zusammenhängender Graph. Also wenn wir den Graphen von vorher nehmen und wir nehmen den einen losen Knoten weg und den einen Knoten, der das Ganze zu einem Kreis gemacht hat, dann ist das ein Baum. Allerdings zeichnen wir Bäume meistens ein bisschen anders, nämlich wir suchen uns einen Knoten aus als Wurzel und hängen die anderen Knoten von oben nach unten herab, sodass das ungefähr so aussieht. Also wir haben, anders als wir Bäume normalerweise haben, dass die von unten nach oben wachsen, haben wir in der Mathematik meistens welche, die von oben nach unten wachsen. Wir haben oben eine Wurzel und von dort aus gehen dann halt Verzweigungen nach unten. Ich glaube, man nimmt diese Zeichenweise vor allen Dingen, weil man da eben ganz gut dran sieht, dass es keine Kreise gibt und dass man das halt gut darstellen kann. Genau. Gibt es soweit Fragen? Wundervoll. Dann ist ein gewurzelter Baum ein Baum, in dem die Kanten auch noch Richtungen haben. Und zwar entweder welche, die von der Wurzel alle wegzeigen. Also insbesondere, dass es einen Pfad gibt von der 3 über die 4, 5 nach 6 zum Beispiel. Oder, und das nennt sich dann Outtree, oder, und das ist das, was wir verwenden, alle Pfade führen zur Wurzelknoten hin.
Genau. Das nennt sich dann Entry. Und von dort aus gehen wir dann direkt über. Woher kriegen wir Entries oder warum behandeln wir die? Nämlich zum Thema Flussnetzwerke in der Hydrologie. Und das ist, was vorne auch schon auf meiner Hauptfolie war und was sich Leute auch ungefähr so vorstellen. Ein Flussnetzwerk in der Hydrologie ist einfach ein Flussnetzwerk, was wir von draußen von der Natur aus kennen. Es fließen irgendwo Quellen entlang und die fließen zusammen und dann gibt es irgendwo sammelt sich das alles. Genau. Und alles, was so halt zusammenhängt, nennt sich ein Flussnetzwerk. Und daran sehen wir halt auch schon, es sieht auch schon so ungefähr so aus wie ein Baum. Genau. Und wie ich gerade gesagt hatte, damit wir so den Bezug kriegen zu der Mathematik, wo wir Bäume immer also auf den Kopf malen. Und dann sehen wir dahin halt auch die Knoten und Kanten, nämlich überall da, wo so eine Verzweigung ist, können wir einen Knoten malen und ans Ende jedes Zweigs. Und dazwischen malen wir dann halt einfach die Kanten, da wo die Äste sind. Und daher kommt halt die Verbindung zwischen Flussnetzwerk und also Flussnetzwerk aus der Hydrologie und Bäumen in der Mathematik. So, zurück zu den Flussnetzwerken. Wir haben ja also jetzt hier so ein Flussnetzwerk. Was wollen wir daran parallelisieren oder wie wollen wir das ungefähr machen? Nun, wir stellen uns vor, irgendwo regnet es. Und das ist jetzt der Bezug zu dem, was ich da in der Umweltwissenschaft mache. Und wenn es regnet, dann entsteht halt so ein Wasserberg. Also eigentlich entsteht nicht unbedingt ein Wasserberg, aber es entsteht halt eine Wassermasse, die da weiter muss. Und nach einer gewissen Zeit tut sie das halt und fließt halt dann den Ast des Flussnetzwerkes ab, weiter. Und diesen Teil kann man halt nicht parallelisiert rechnen, weil erst irgendwo das Ursprungsereignis passiert und von dem abhängig das nächste Ereignis. Aber was eben auch passiert ist, dass es woanders auch das gleiche Ereignis gibt oder ein ähnliches oder ein anderes Ereignis. Ne? Und wir haben dann zwei Teile des Flussnetzwerkes, die unabhängig voneinander sind. Die können wir dann halt so zum Beispiel einkringeln und können halt sehen, was in dem einen Teil passiert, ist unabhängig von dem, was in dem anderen Teil passiert. Und deshalb können wir jetzt einer Person das eine geben und der anderen Person das andere. Und das halt auseinanderreißen. Genau. Und wenn wir da zurückgehen zum Baum, ist das, wir zerlegen den Baum. Also ich zerhacke Bäume beruflich. Genau, damit kommen wir zu dem Hauptteil, nämlich der Baumzerlegung, wie das jetzt zurück zu den Graphen, die wir hatten, auf diese Weise eher mathematisch funktioniert. Ja, genau. Da kommen wir als erstes. Die Idee ist also, den Baum in Subbäume zu zerlegen. Was sind Subbäume? Wenn wir also irgendwie so einen Baum haben, wenn wir kurz zurückgehen, an die Stelle, wenn wir diesen Baum haben und wir gucken uns die Stellen, die wir abgehackt haben, dann sind die, wenn wir uns den Rest wegdenken, auch wieder Bäume oder sehen zumindest wieder so welche aus. Und das ist mathematisch letztendlich dann auch wieder so, wenn wir so einen Baum haben und wir rupfen an einer Stelle einen Knoten ab, dann ist das, was wir abgerupft haben, wieder ein Baum. Und das nennt sich dann Subbaum. Genau, die Idee ist, wir zerlegen den Baum in Subbäume und verteilen diese Subbäume auf die Rechenknoten. Und dazu gibt es den dynamischen Fall, also dass wir während wir in diesem Baum herumrechnen, irgendwelche Recheneinheiten haben, die sagen, ich habe gerade nichts zu tun, schneide mir einen Baum ab und dann würde ein Algorithmus ankommen und in diesen originalen Baum reingehen und irgendwie einen kleinen Baum abschneiden und den rüberschicken. Das haben ein paar Leute schon gemacht, die kommen am Ende im Literaturverzeichnis. Womit wir uns beschäftigen, ist der statische Fall, also dass wir einen Schedule erstellen aus einem zerhackten Baum in so Bäume, der vorher berechnet wird und dann immer wieder benutzt werden kann. Genau, erst einmal zu, wie sieht so ein Flussnetzwerk aus, wenn wir das als Daten kriegen? Wir kriegen also einfach irgendwie Gitterzellen. Das ist jetzt die Mosel, die habe ich da reinkopiert als einen Flusslauf und dann würde halt gemessen werden, von wo nach wo in diesem Flussnetzwerk wie viel Wasser fließt. Jede dieser Gitterzellen wird zu einem Knoten, wieder mit den runden Kreisen dargestellt. Und je nachdem, wo das meiste Wasser von einer Zelle in eine andere fließt, entsteht die Kante zwischen einem Knoten und einem anderen. Das sieht man gleich wesentlich besser, wenn der Hintergrund verschwindet. Dann haben wir also irgendwie diese
Knoten und die Kanten zwischen den Knoten, wo das Wasser halt zum Beispiel von der 20 in die 19 fließt und so weiter. Und das ist jetzt das Beispiel, mit dem wir in einer Weile arbeiten und das wir zerhackstücken werden. Ja, was tun wir? Die grobe Idee erstmal ist, wie wir zerschneiden diesen Baum, den wir haben, rekursiv in Subbäume passender Größe. Was ist diese passende Größe? Da kann man halt auch dran rumoptimieren. Und verteilen diese auf Recheneinheiten. Als erstes wählen wir also so eine Größenordnung, in der unsere Subbäume sein sollen. Die habe ich in meinem Code lowbound genannt. Dann suche ich in diesem Baum nach dem kleinsten Subbaum, der größer ist als lowbound. Ist da eine Frage? Ich habe mir gerade überlegt, gehen wir dabei von der Wurzel aus? Ja, da komme ich auch noch genauer drauf zu. Ja, wir gehen von der Wurzel aus. Aber wie das im Detail geht, darauf komme ich noch. Also erst die grobe Idee. Wir suchen in dem Baum den kleinsten Subbaum größer als lowbound. Wie wir das machen, darauf komme ich später. Aber wir tun das erstmal. Dann schneiden wir diesen Baum ab und speichern ihn irgendwo. Und dann wiederholen wir Schritt 2, alles ab Schritt 2, bis der ganze Baum zerlegt ist. Und dann verteilen wir diese zerlegten Bäume auf Recheneinheiten und berechnen halt. Und dabei entsteht halt notwendige Kommunikation zwischen den Subbäumen zu den Subbäumen, an denen die dran docken. Das habe ich dann auch nochmal irgendwie dargestellt. Also als Beispiel machen wir hier die ganze Zeit. Lowbound ist gleich 3. War eine Frage irgendwo? Nein, okay. Als Beispiel nehmen wir hier die ganze Zeit. Lowbound ist gleich 3. Und ich habe jetzt das Gitter weggenommen. Dann halt die Bäume sozusagen eingerahmt und dann würde man dieses gleiche auseinanderziehen. Das ist das, was quasi rauskommt. Genau, was wir dann haben, ist eine Menge von Subbäumen, die auch wieder einen Baum ergeben, interessanterweise. Und diesen Baum nenne ich den Subbaumbaum. Ich bin gerade sehr irritiert davon. In diesem Subbaumbaum können wir die Subbäume durchnummerieren, also die Knoten im Subbaumbaum, und auf Prozesse verteilen. Sagen wir haben 3 Prozesse, dann könnten wir zum Beispiel eben den Subbaum 1, 2 und 3 parallel berechnen, weil sie unabhängig voneinander sind. Seht ihr das? 4 können wir im nächsten Timeslot rechnen, weil 1 und 2 bereits fertig sind. Und wir die Ergebnisse von 1 und 2 weiterschicken können an 4. Und 5 und 6 sind wieder einfach unabhängig. Und in dem nächsten Schritt können wir 7 berechnen, weil 4 bereits gerechnet worden ist und die Information von 4 an 7 weitergeschickt werden konnte. Allerdings können wir 8 nicht im selben Timeslot rechnen, weil wir dafür die Information von 7 brauchen. Und das ist mit allen anderen ebenfalls, also 9 hängt von 8 ab und 10 von 9 und 11 von 10. Und auf diese Weise ergibt sich dieser Schedule. Ist das soweit klar? Sieht gut aus. Genau, das Witzige ist, dass das auch bereits der kürzestmögliche Schedule ist, den wir mit dieser Zerlegung bekommen können, weil die sogenannte Baumtiefe des Subbaumbaums 7 ist. Die Baumtiefe ist die größte Entfernung zwischen der Wurzel und einem Blatt. Heißt, die Wurzel ist hier der Knoten 11 oder der Subbaum 11. Und wenn wir davon durchgehen bis zum weitest entfernten Knoten im Baum, dann erhalten wir 7. Das wäre also 11, 10, 9, 8, 4 und dann 8, 7, 4 und dann 1 oder 2, die sind gleich weit weg. Und das ergibt 7. Und unter diese Länge können wir nicht runterkommen, weil diese Länge halt alle voneinander abhängen. Die müssen also alle nacheinander berechnet werden. Das heißt, wir haben einen gewissen Gewinn durch diese Parallelisierung, aber in diesem konkreten Beispiel ist es auch ein bisschen schade. Genau. So, zurück. Wie machen wir diese ganzen Einzelschritte, die wir jetzt beschrieben haben? Als erstes besteht eine klassische Baumstruktur, wenn man sie programmiert, aus
einem Post, das ist einem Pointer zum Elternknoten. Ein Pointer ist sowas wie ein Zeiger oder ein Pfeil. Was wir quasi haben ist, wenn wir uns zum Beispiel die 6 angucken, dann hat die als Elternknoten, die zwei, achso, genau, vielleicht sollte ich kurz Elternknoten und Kinder definieren. Zwei Knoten stehen immer in einer Beziehung. Wenn man diese zwei Knoten nimmt zum Beispiel, also das ist jetzt auch ein Baum, dann ist dieser Knoten ein Elternknoten von dem, weil er vorher, einen vorher im Baum kommt. Und dieser Knoten ist ein Kind von dem, weil er einen nachher kommt. Und in dieser Beziehung, ja genau, das definiert Eltern- und Kinderknoten. Dieser Knoten hätte also 3 Kinder und jeder Knoten hat nur einen Elternteil. Genau. In einer klassischen Baumdatenstruktur haben wir also zu einem Knoten einen Pfeil sozusagen, der auf den Knoten davor weist und zum Beispiel Eltern oder in dem Fall halt Post heißt. Post bezieht sich auf den Out-Tree, den In-Tree, als der Pfeil zeigt halt dahin, also zurück. Und dann speichert ein Knoten die Anzahl der Kinder, das kann man implizit oder explizit tun, die Anzahl der Kinder, die der Knoten hat, und ein Array auch aus Zeigern zu diesen Kindern, die ein Knoten hat. Und was in dieser Datenstruktur zu sehen ist, jeder Knoten im Baum ist auch ein Baum. Ist das einigermaßen verstanden worden? Gut. Dann haben wir für unsere spezielle Datenstruktur ein paar Metadaten im Baum. Das ist einmal Size. Ich habe es ohne E geschrieben, weil Size mit E schon eine Funktion ist. Und das ist die Größe des Baums. Und die Größe des Baums ist die Anzahl aller Knoten in diesem Baum. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Dann SysUp oder SizeUp, die Größe des kleinsten Subbaums größer als LowBound. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Und als drittes ein Pointer auf eine Metadatenstruktur, wenn der Knoten auch Knoten, Wurzelknoten im Subbaum ist. So. Dann kommen wir, habe ich zwei übersprungen? Nee. So sieht das aus in Fortran. Ich implementiere aus verschiedenen Gründen Fortran. Der untere Teil, TreeNode, ist eben das, was wir hatten. Erstmal einen Pointer auf einen TreeNode-Post, der auf den Elternknoten zeigt. Dann ein Integer, also eine Anzahl von Kinderknoten. Dann ein Array, das die Länge, die Größe Pre bekommen wird und die Zeiger auf die Kinderknoten bekommen wird. Size, Size Up und eben ein Pointer auf die Subtree-Datenstruktur. Auf die Subtree-Datenstruktur komme ich wesentlich später zu sprechen. Erst einmal erlaubt es Fortran einem nicht, Arrays von Pointern zu haben, weshalb man die Pointer-Datenstruktur, also weshalb man das kapseln muss und eine Datenstruktur haben muss, extra für den Pointer, weshalb es halt diese Seltsamkeiten gibt mit den Tree-Noten. Falls jemand von euch Fortran macht und sich dafür interessiert, dachte ich, ist das ganz interessant, das mal zu sehen. So, was machen wir zur Bestimmung? Also erstmal kommt ein Haufen Initialisierung. Wie bekommen wir diese ganzen Daten? Erstmal initialisieren wir Size, und zwar zunächst mit 1 für jeden Knoten. Und dann gehen wir in einer sogenannten Routing-Order durch den Baum und addieren für jeden Knoten die Werte aller Kinder zum eigenen. Und dazu habe ich hier neben eine kleine Zeichnung gemacht, die so ein bisschen was erklären soll. Da habe ich eine ID drin. Die ID soll uns sagen, in welcher Reihenfolge wir die Knoten abgehen, also Bezug auf die sogenannte Routing-Order nehmen. Die Routing-Order heißt, bevor wir einen Knoten berechnen, haben wir auch alle seine Kinder schon angeschaut. Mit anderen Worten, eine Routing-Order ist nicht fix, aber wir fangen bei den Blättern an. Also zum Beispiel könnten wir hier durchgehen und sagen, hier ist, das ist der erste Knoten, davor ist ja nichts mehr. Das ist der zweite, das ist der dritte, das ist der vierte und das ist der fünfte. Und wir können nicht sagen, das ist der sechste, weil der von dem abhängen würde. Aber wir können den als sechsten nehmen, weil diese drei schon fertig sind. Das wäre der sechste,
Das wäre der 7. und das wäre der 8. Das wäre eine zulässige Routing Order. So, was haben wir gesagt? Wir initialisieren Size überall mit 1. Das mache ich hier auch mal. Das ist keine gute Größe für die Subbäume. Die Bäume sind nicht alle 1 groß. So, jetzt würden wir durchgehen. In Routing Order heißt, wir fangen an bei 1 und rechnen die Werte von allen Kindern von diesem Knoten zu der Größe Size hinzu. Der hat keine Kinder, also bleibt das bei 1. Das gleiche bei 2, 3, 4 und 5. Jetzt gucken wir uns 6 an und berechnen diese Größe 1 als, diese Größe Size als die Summe von den 3 Größen der Kinder plus der eigenen. Und das ist 1 plus 1 plus 1 plus 1 und das ist 4. Also ist die neue Size 4. Und dann machen wir das bei diesem. Der hat 2 Kinder, 1 plus 1 plus 1 und das sind dann 3. Und zum Schluss berechnen wir diese Summe als 4 plus 3 plus 1 und erhalten, das ist schwierig, 8. Wir stellen dabei 2 coole Dinge fest. Nämlich erstens, das, was wir ausgerechnet haben, entspricht tatsächlich der Größe der Anzahl aller Knoten im Subbaum. Wenn wir uns diesen Baum hier angucken und den hier abschneiden würden und wir würden einen Kreis darum zeichnen, sind da 4 Knoten drin und wir haben 4 ausgerechnet. Das zweite Coole, was wir herausfinden, ist, dass unsere ID vom Wurzelknoten mit der Größe vom Wurzelknoten übereinstimmt. Und wenn wir zurück zu diesem Beispiel gehen, da habe ich jetzt auch statt der IDs oder statt der Zahlen, die vorher drin standen, mal die Größen reingeschrieben. Wenn wir vergleichen zu vorher, Moment, da hatten wir 34 Knoten, aber also vorher war, war das nicht in Routing Order und haben ja jetzt auch 34 als Größe des gesamten Baums. Und das ergibt sich tatsächlich auch immer. Die Anzahl der Knoten ist halt auch, also ergibt ja Sinn. Ja? Ich habe eine kurze Frage und zwar, wie läuft so eine Routing Order ab? Weil bei programmatisch jetzt gesehen, wir haben ja unseren so einen Wurzelknoten, dann die Zeiger zu den entsprechenden Knoten. Und wie identifizieren wir dann, was dann ein Blatt ist oder nicht? Weil wir müssten ja quasi einen Baum durchintegrieren, dass wir irgendwie die Blätter gefunden haben. Oder wir speichern es, oder wir müssen uns irgendwie. Also wie findet man heraus, was jetzt ein Blatt ist oder nicht, um die dann von dort aus dann halt zu zählen? Also tatsächlich wird bei der Erzeugung der Baumstartenstruktur ein Array erzeugt, in dem die einfach in Routing Order drin liegen. Das heißt, was wir machen könnten, also das könnten wir aber auch machen, indem wir sowas wie eine rekursive Funktion draufschmeißen, indem wir halt sagen, gucke bei all deinen Kindern und dann schreibe die ID in ein Array. Und auf diese Weise würden wir halt ein Array als Output erhalten. Habe ich das gerade richtig rum im Kopf? Schreibe die. Also ich habe das auch schon mal implementiert. Also es ist entweder so rum, dass... Wie bitte? Also das Grundprinzip ist klar. Dass ja. Man dann halt nur Border erstellt. Ja, genau. Also man speichert diese Knoten halt zusätzlich zur Baumdatenstruktur in einem Array ab. Das ist das Einfachste. Aber man kann es auch hinkriegen... Da kommen wir tatsächlich relativ spät auch nochmal drauf auf die Frage. Aber... Also trotzdem geordnet. Also das spielt da keine Rolle. Also Linked List kannst du ja trotzdem ganz normal durchintegrieren von 0 bis. Also der wichtige Punkt ist einfach nur, dass es jetzt geordnet ist. So. Und wir wissen, von wo wir anfangen, die Blätter zu zählen. Ja, und das ist in einer Liste gegeben. Dann bräuchte ich zusätzlich nochmal ein Array, um die Routing Order zu haben. Ja, ich glaube, so war das gemeint, ja. Also wir speichern zusätzlich ein Array, wo die Routing Order drin ist, weil wir da sehr oft durchgehen in Routing Order und das vorteilhaft ist, das auch so gespeichert zu haben. Ansonsten, wie man so ein Array herstellen kann, ich glaube, das war so, dass man halt in einer Funktion einen Index mitgibt und den einen hochzählt, wenn man den für die Kinder aufruft und auf diese Weise bekommt man dann halt die, kann man das dann halt in ein Array schreiben, was man auch mitgibt. Ja, genau. Also es geht relativ simpel mit einem rekursiven Algorithmus. Ja, genau. Was machen wir als nächstes? Als nächstes bestimmen wir Size ab. Und
Wir machen wieder das Gleiche wie vorher, aber es hat einen anderen Grund. Wir initialisieren wieder size up, alles mit 1. Ist das brauchbar lesbar hinten eigentlich? Gut. Und als nächstes gehen wir wieder durch die Knoten in Routing Order. Ihr seht, wir machen das oft. Und für jedes Kind eines Knoten prüfen wir, ob der Wert für size up bereits gesetzt worden ist. Das heißt, dass er ungleich 1 wäre. Und falls ja, setzen wir den neuen size-up-Wert auf den kleinsten dieser gesetzten Werte. Falls nein, prüfen wir, ob size größer gleich size-up ist. Und falls ja, setzen wir size-up auf die Wert des Größe dieses Baums. Und andernfalls setzen wir size-up auf 1, was sowieso der Fall gewesen ist. Aber uns hilft das, das zu tun, weil wir diese Funktion auch in einem nicht initialisierten Baum benutzen werden später. Also in einem Baum, in dem nicht zwangsläufig gegeben ist, dass size up 1 gesetzt ist, wenn es 1 gesetzt werden sollte. Nun fangen wir mal an. Also wieder haben wir keine Kinder bei 1, das heißt size up bleibt 1, bei 2, bei 3, bei 4 und bei 5. Da passiert also nichts. Beim Knoten 6 passiert was Interessantes. Der guckt sich also die Kinder an und stellt fest, size up ist bei allen 3 nicht gesetzt. Und dann guckt sich der Knoten an, ist denn mein size up ist denn meine Größe size größer als low bound? Das war, was ich prüfen wollte, nicht size up. Falls nein, prüfe ich, ob size größer gleich low bound ist. Und wenn size größer als low bound ist, und das ist hier gegeben, 4 ist größer gleich 3, wir haben ja immer das Beispiel 3, dann setze ich size up auf size. Entschuldigung, das muss ich korrigieren in den Folien. Genau, das heißt, size war 4, also ist hier size up 4. Was so viel bedeutet wie der kleinste Subbaum größer low bound in diesem Baum ist 4. Und hier haben wir 2 Kinder, die auch beide ungesetzt sind. Und das heißt, wir beziehen das nicht aus den Kindern. Dann gucken wir, ist size größer gleich low bound und 3 ist größer gleich 3. Also wird hier size up auf 3 gesetzt. Und zum Schluss haben wir die Wurzel und die schaut sich an. Size up ist bei beiden Kindern gesetzt, einmal auf 4 und einmal auf 3. Und dann nehmen wir das Minimum davon. So, size up ist ein bisschen wild. Ich habe hier mal das eingetragen. Man sieht, sobald irgendwo im Baum ein Subbaum ist, der Größe 3 hat, landet halt auch 3 in der Wurzel. Da sollte eine 3 stehen und nicht eine 2. Also so, der kleinste Subbaum setzt sich halt da drin ziemlich durch. Genau. Was wir im Wesentlichen haben ist... Dann müsste ich aber auch... Okay. Du siehst einen zweiten Fehler, ich sehe auch einen zweiten Fehler. Also diese 2 muss auch eine 1 sein. Genau. Entschuldigung. Ist trotzdem klar, wie size abgesetzt wird? Sehr schön. Dann kommen wir weiter. Wir wollen einen Subbaum abschneiden. Und zwar wollen wir den Subbaum, und da kommen wir auf deine Frage, es ist wunderschön, in sublinearer Laufzeit abschneiden. Und zwar in der Laufzeit der Baumtiefe. Das ist das, was wir vorhin hatten. Der längste Weg von der Wurzel bis zu einem entfernten Blatt. Das ist unsere Worst-Zeit. Und zwar machen wir das folgendermaßen, wir folgen den Abzweigungen von der Wurzel ausgehend folgen darin den Werten von size up, die klein sind. Falls ein Kind des aktuellen Baums size up Größe 1 hat, also gesetzt ist, dann gehen wir zu dem Kind mit dem kleinsten Wert davon und starte von Schritt 1. Und andernfalls schneiden wir den Subbaum ab. Das habe ich hier in Form von Folien gemacht. Und zwar anhand dieses Beispiels. Also ich habe den Subbaum, den wir abschneiden werden, bereits grün angemalt. Und wir fangen an der Wurzel an. Deine Frage, wir gehen von der Wurzel los. Wir starten also von der Wurzel. Und die Wurzel 2 hat ein Kind, das ist die 6. Und 6 hat size up größer 1. Also gehen wir weiter zu 6.
Bei der 6 haben wir auch wieder den gleichen Fall. Die 6 hatte ein Kind 5 und 5 hat Size ab Größe 1, also gehen wir zu 5. Und 5 hat 3 Kinder, 1, 4 und 9. 1 hat Size ab 1, das heißt, das ist noch nicht gesetzt. Und 4 hat Size ab 5 und 9 hat Size ab 3. Also von dem Kind 4 und 9 suchen wir uns das aus mit dem kleineren Size ab. Das ist 9, also gehen wir zu 9. Und bei 9 schauen wir, hat 2 Kinder, 10 und 12. 10 hat Size ab 1, ist heißt also noch ungesetzt, aber 12 ist gesetzt, also gehen wir zu 12. 12 hat 2 Kinder, 13 und 17. 13 und 17 haben beide Size ab 3, also gehen wir zu einem von beiden. Und ja, ich habe 13 genommen, weil 13 die kleinere Zahl ist und weil wir sonst länger unterwegs wären. 13 hat ein Kind 14 und 14 hat Size ab 1, ist also ungesetzt. Das heißt, alle Kinder von 13 haben nicht gesetztes Size ab, also ist 13 unser gewünschter kleinster Subbaum größer 3 und wir schneiden ihn ab. Was machen wir beim Abschneiden alles? Wir geben den Pointer auf die Subbaumwurzel 13 zurück und wir updaten die Größen. Was wir da genau machen, komme ich gleich auch nochmal drauf zu. Dann initiieren wir den Knoten 13 als einen der Subbaumknoten. Und im Elternknoten von 13 vertauschen wir das abgehackte Kind mit dem letzten Kind im Array und reduzieren den Integer NPRE um 1. Wir könnten auch das Array verkleinern, das machen wir nicht, aus zwei Gründen. Erstens behalten wir so bis zum Ende unsere Baumdatenstruktur auch so erhalten, wie wir sie am Anfang hatten und könnten sie zurücksetzen, weil wir wissen, wie groß das Array war. Und zweitens ist Array verkleinern auch immer zeitaufwendig und kompliziert und blöd für den Speicher und so. Aber egal. Genau. Und zum Schluss daten wir den Tree nochmal ab. Und auf was wir da im Einzelnen machen, komme ich nochmal kurz zurück. Also das Update Size ist, für den abgeschnittenen Baum 13, der hatte Größe 3, gehen wir durch den Baum zurück zum Wurzelknoten und reduzieren alle Größen um 3. Also falls wir noch nicht bei der Wurzel sind, gehen wir zum Elternknoten und reduzieren die Size des Elternknotens um 3. Oder um Red Size. Auf diese Weise haben am Ende alle Knoten wieder die richtige Größe, alle Bäume. Und dann initialisiere den Subtree-Tree-Node. Heißt, wir allokieren einfach überhaupt erstmal den Pointer des abgeschnittenen Subbaums, setzen die Größe auf den aktuellen Wert von Size und das spiegelt die Größe in diesem Subbaum wieder. Zu dem Zeitpunkt. Und wir initialisieren alle übrigen Metadaten erstmal mit Null oder mit Null-Pointern. Was diese übrigen Metadaten sind, darauf komme ich auch später wieder zurück. Und wir können sie an der Stelle einfach noch gar nicht sinnvoll setzen. Und dann zum Schluss machen wir ein Update-Tree. Und das heißt so viel wie, wir machen wieder dieses Update-Size ab, wie wir das vorhin gemacht haben. Und dafür brauchen wir eben das Zurücksetzen auf 1 im Zweifel. Und zwar gehen wir dann halt auch von dem Knoten 13 aus, stückweise zur Wurzel und machen das für jeden Knoten. Also wieder alle Kinder angucken, sind die schon gesetzt? Und falls ja, nehmen wir uns da halt den kleinsten Wert für Size ab und setzen den. Also das, was wir zum Schluss hier gemacht haben. Und dann ist unser Baum wieder up to date. Wir haben den Baum abgesägt und unsere Datenstruktur liefert den neuen Baum ohne den Subbaum. Und mit diesem, dann gibt es ein paar spezielle Spezialfälle beim Abschneiden von Knoten, nämlich wenn wir schon die Wurzel sind, dann haben wir gar keinen Elternknoten, zu dem wir gehen könnten. Das heißt, falls der Wurzelknoten Kinder hat, die Size ab Größe 1 haben, machen wir das genauso wie bisher. Aber falls wir keine solchen haben, schneiden wir die Wurzel ab und zwar unabhängig davon, ob wir nur noch einen Knoten übrig haben oder nicht. Also davon unabhängig davon, wie Size abgesetzt ist. Und auf diese Weise können wir jetzt durch den ganzen Baum gehen. Solange der letzte abgeschnittene Subbaum nicht die Wurzel ist, finde ich also einen Subbaum
und schneide ihn ab und schreibe den Pointer in ein Array. Und auf diese Weise kriegen wir eben das. Als erstes hätten wir den Subbaum 1 abgeschnitten und dann würden wir 2 abschneiden und auf diese Weise würden wir halt mit dem Algorithmus in der Reihenfolge die Subbäume abschneiden. Genau. Was machen wir dann? Dann setzen wir die Metadaten und das ist der Schritt, was wir dann mit dieser Subbaum-Datenstruktur machen. Und zwar haben wir ja, genau wie vorher auch, einen Baum, der aber diesmal aus Subbäumen besteht. Und was wir machen ist, wir setzen von zum Beispiel dem Knoten 28 im Subbaum 3, dass der Subbaum einen Pointer hat auf die Wurzel des Knoten des Subbaums 5. Also die 28 sagt jetzt, ich habe noch einen Subbaum-Pointer auf meinen Elternteil 23. Das sieht dann so aus. Jeder Subbaum hat einen assoziierten Pointer, so ähnlich wie vorhin auch, auf ein Post-ST, auch wieder auf den Elternknoten, eine Anzahl von Kindern und ein Array von Pointern auf die Kinder. Bloß, dass es halt diesmal nicht von einem Knoten auf die direkt darunterliegenden geht, sondern von einem Knoten auf die Wurzel der Subbäume. Und die Metadatenstruktur sieht in... Genau, und dann gibt es noch spezifische Informationen, die wir speichern, nämlich innerhalb des Subbaumbaums die Entfernung zum Wurzelknoten und die Entfernung zum weitest entfernten Blatt. Das hilft uns später beim Erstellen eines guten Schedules. Und das sieht dann ungefähr so aus. Wir haben einen Treenode, das ist genauso wie vorhin auch, bloß dass wir jetzt auf diesen Pointer eingehen, der auf die Subtree-Datenstruktur geht. Und in dieser Subtree-Datenstruktur haben wir dann einen Pointer, Post-ST, der wieder ein ganz normaler Baum-Pointer ist. Also wir gehen dann halt einmal in die Metadatenstruktur, um dann wieder in den Baum reinzuzeigen. Genau. Wenn wir den jetzt also zerlegt haben, so wie gerade, in der Reihenfolge, wie der halt rausgekommen ist, und wir verteilen den Round-Robin, heißt, wir gehen einfach in der Reihenfolge durch, die wir geschenkt bekommen haben und verteilen das auf die Prozessoren, dann kriegen wir halt irgendwie 1 und 2 und 3, können wir unabhängig voneinander schedulen. 4 ist im nächsten Timeslot, können wir also auch machen, aber 5 hängt von 4 ab und müsste in den neuen Slot gehen. 6 hängt von 5 ab, muss in den neuen Slot. 7 hängt von 6 an, muss in den neuen Slot. 9 ist unabhängig, aber müsste in der Reihenfolge halt hinter 6. Und auf diese Weise ergibt sich dieser nicht so schöne Schedule. Und damit wir den schön kriegen, arbeiten wir mit Whose Algorithmus. Und was Whose Algorithmus letztendlich macht, ist, er schedult die Knoten, die am weitesten entfernt sind, von der Wurzel zuerst. Dazu brauchten wir dieses Array von am weitesten entfernt zur Wurzel und am weitesten entfernt zum nächsten Blatt. Und zwar würde Whose Algorithmus sich alle Blätter, alle aktuellen Blätter in ein Array schreiben, am besten sortiert, sodass die am weitesten entfernt sind, zuerst kommen. Und dann würde sich aus diesem Array die Knoten in den Schedule schreiben, also alle in einen bestimmten Timeslot, bis das Array alle ist oder der Timeslot voll. Und wenn da eins von beiden passiert ist, dann können wir zum nächsten Timeslot übergehen und füllen das Array dann mit den neu entstandenen Blättern auf. Und dieser Algorithmus von Who verteilt die Subbäume optimal, also mit kürzestmöglichem Schedule, unter der Voraussetzung, dass alle Subbäume gleich groß sind. Den Fall haben wir nicht gegeben, aber wir können vermuten, dass wir irgendwo in der Nähe davon sind. Aber das ist halt so aktuell der Stand der Dinge. Wir können da vielleicht noch mehr Optimierung rausholen, wenn wir diese Vermutung fallen lassen, dass die Subbäume alle gleich groß sind. So, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Parallelisierungsteil. Einmal MPI. MPI macht Folgendes. MPI lässt n Prozesse los, also irgendeine bestimmte Anzahl von Prozessen, die alle das gleiche Programm ausführen. Also das Programm wird einfach irgendwie zum Beispiel 20 Mal oder 1000 Mal gleichzeitig ausgeführt.
Jeder Prozess kennt seinen eigenen Rank und die Anzahl der Prozesse, die alle beteiligt sind. Wenn wir also in einem Programm etwas machen wollen, was nur ein Prozess machen soll, machen wir da eine if-Abfrage drin und fragen, if rank ist gleich 0, dann tun wir das. Oder if rank ist gleich 7 oder was auch immer. Oder größer gleich 15 oder sowas. Und alles andere wird von allen gleichzeitig berechnet. Also, genau. In unserem Fall haben wir das so, habe ich das so implementiert, dass ein Prozess der Masterprozess ist und der Prozess mit Rank 0 und alles koordiniert. Und in MPI ist es außerdem so, dass jeder Prozess seinen eigenen Speicher hat und Daten via Message Sending Interface ausgetauscht werden müssen. Da ist also irgendwie ein Speicher aus, eine Infrastruktur, die ermöglicht, Daten von einem Prozess zu einem anderen zu schicken. Und Message Sending Interface ist die Abkürzung von MPI. Und das entspricht von unserem Pascal-Dreieck, was wir vorhin hatten, dem Fall, dass das gesendet werden muss und nicht in den gleichen Speicher geschrieben wird. So. Nun haben wir das Problem, wenn wir tatsächlich nicht mit dem gleichen Speicher arbeiten können, Baumdatenstrukturen bestehen zum größten Teil aus Pointern, also aus tatsächlich, da zeigt etwas auf eine lokale Speicheradresse. Wenn wir das verschicken wollen, dann bringt uns das eventuell gar nicht viel, weil der andere Prozess vielleicht einen ganz anderen Speicher hat und da liegt ganz bestimmt nicht das Gleiche drin, eventuell. Jetzt ist die Frage, wie verschicken wir dann so einen Subbaum von einem Prozess zu einem anderen? Und das machen wir, indem wir von diesem Subbaum die Indizes speichern und die Links speichern. Also zum Beispiel würden wir diese Indizes verschicken und außerdem ein Array, das anfängt mit einer 6, weil 6 der Elternknoten zu 1 ist. Und eine weitere 6 hat, weil 6 auch der Elternknoten zu 2 ist und so weiter. Und auf diese Weise würden wir halt quasi Metadaten verschicken, aus der wir unsere Subbäume wieder basteln können. Also, genau. Und dieses zweite Array wird oft ToNode genannt, weil das eben die Knoten sind, wo das hinzeigt oder genau. Was machen wir dann am Ende? Wir zerlegen unseren Baum mit dem Masterprozess. Dann bereiten wir ein Array der Gitterzellen vor, so wie wir das vorher gemacht haben, in Routing Order. Und ein Two-Node-Array, das, was ich gerade erklärt hatte. Und wir verschicken Sub-Arrays davon, die zu den entsprechenden Subbäumen gehören, über das Message-Sending-Interface zu anderen Knoten. Dann verschicken wir noch Informationen, in welche Blätter etwas reinfließt. Also beispielsweise, wenn wir jetzt diesen Subbaum hier betrachten, also wir haben vielleicht aus irgendwelchen Gründen diesen hier abgesägt und wir haben auch diesen abgesägt, dann würden wir sagen, dass wir auch sagen, wenn von dieser Wurzel etwas losgeschickt wird, dann soll das hinterher in das Blatt reingeschrieben werden. Das ist jetzt kein so schönes Beispiel, weil das insbesondere die Wurzel ist. Vielleicht ein bisschen anders, also wenn wir so einen weiteren verzweigten Baum haben und wir hätten den abgesägt, dann ist dieser, dieser Knoten ja ein Knoten, der vom anderen Baum existiert und dann würden wir halt eine Nachricht schicken von diesem Subbaum zu diesem Subbaum und dieser Subbaum muss ja irgendwo wissen, wo die Daten von hier reinfließen und deshalb schicken wir also noch ein Array mit Indizes los und da wäre halt diese hier bei. Dann dann machen wir halt tatsächlich das Routing sozusagen. Also wir erhalten Daten von anderen Knoten, von Wurzelknoten anderer Subbäume und schicken die weiter an die Blätter von anderen Subbäumen, wo die dranhängen. Und zum Schluss sammeln wir alles wieder ein. Und andernfalls, wenn wir nicht der Master sind, dann erhalten wir halt so ein Subarray mit ToNodes und Indizes und sammeln die Daten für die Blätter von anderen Subbäumen vom Masterknoten ein
machen dann das Routing, also das, was ich vorhin erzählt hatte, mit da entstehen Wassermassen und die fließen dann im Flussnetzwerk lang. Das berechnet dann so einen einzelnen Knoten. Dann kommt irgendwas dort an der Wurzel an und das, was an der Wurzel an ist, ankommt, das verschicken wir wieder zum Masternode. Und ganz zum Schluss schicken wir unsere Subarrays, in denen wir das Routing gemacht haben, wieder zurück. Genau. Und dann fragen wir uns, ja, ist das so, geht das, was wir da uns ausgedacht haben? Und die Antwort ist nicht ganz so einfach, denn die Kommunikation zwischen den Knoten braucht sehr viel Zeit, und zwar insbesondere mehr Zeit, als würden wir so durch so einen Subbaum der Größenordnung 10.000 durchrouten. Und als klassisches Beispiel oder so ein repräsentatives Beispiel, was wir am Ende berechnen wollen, wäre da zum Beispiel die Donau. Und die Donau hat nur so 26.000 Unschzellen. Mit anderen Worten, da sind wir mit zwei Subbäumen glücklich und können wir eigentlich nichts machen, weil wenn wir die Donau in zwei Subbäume zerlegen, müssen wir die wahrscheinlich sogar sequenziell rechnen. Was machen wir dagegen? Wir wiederholen das Routing innerhalb von so einem Subbaum viele Male und halten diese Daten alle in einem Array vor und schicken dann das Array als eines weiter. Denn die Kommunikation ist pro Wert ungefähr genauso teuer wie für ein relativ langes Array. Und die andere Möglichkeit ist, wir parallelisieren nur unabhängige Bäume. Aber wir haben Glück, die erste Idee funktioniert schon. Und dazu habe ich einen netten Graphen. Wir haben die Größe der Subbäume, also eigentlich ist das die Größe Low Bound als X-Achse. Und wir haben Zeit in Sekunden als Y-Achse. Und wir haben Anzahl der Prozessoren in Form von Farben. Das Payset, das wir betrachten, ist die Donau mit eben 26.000 Ungitterzellen. Und wir sammeln Arrays von Daten von 1.000 ein, halten sie vor, schicken sie weiter und gehen halt dann, machen da das Routing, indem wir die sukzessive ablaufen. Und die Zeit wird auch alle 1.000 Schritte gemessen, sodass wir 1.000 mal 1.000 Routing machen pro Zeitmessung. Und was wir sehen, ist Folgendes. Die Zerlegung in Subbäume von Größen mit Low Bound kleiner gleich 50 bewirkt, dass wir einen sogenannten Kommunikations-Overhead haben. Heißt, die Kommunikation innerhalb dieser, zwischen den Subbäumen braucht mehr Zeit als das tausendmalige Routing. Das sehen wir hier. Also hier ist ungefähr die 50. Die Zeit geht an der Stelle nach oben. Ja? Die Größe 50 hängt dann wahrscheinlich vom Rechencluster spezifisch ab. Ja. Okay. Ja. Das hängt an unglaublich vielen Faktoren. Ich habe das auf dem Rechencluster gerechnet, das wir im UFZ haben. Das heißt EVE und es ist nicht so wahnsinnig mächtig, aber man kann damit schon einfache Sachen machen. Immerhin habe ich auch auf einzelnen Knoten und nicht auf verteilten Knoten gerechnet. Also auf einem Computing-Node mit vielen CPUs. Genau. Aber wir sehen, dass es halt irgendwo eine Größe gibt von so 50, 60, wo die ganzen Kurven ihr Minimum haben oder einigermaßen ihr Minimum. Und in der es tatsächlich eine Steigerung gibt. Je mehr Prozessoren wir verwenden, desto schneller wird es auch tatsächlich. Ich habe von all diesen Kurven mal das Minimum genommen und gegen die Zeit geplottet. Also die Anzahl der Prozessoren gegen die minimale Zeit der Kurven von vorher. Und man sieht, mehr Prozesse machen das Ganze schneller, aber die Kurve geht nicht gegen Null. Das haben wir auch nicht erwartet, weil wir ja immer noch diese Grenze von der Baumtiefe haben, also der größten Länge zwischen einem Blatt und einer Wurzel. Genau. Aber vielleicht geht es noch ein bisschen besser, wenn man an so ein paar Parametern schraubt, wie dem Scheduling oder dem Zerlegen in Subbäume, ob man dann auch was anderes einbezieht als nur Lowbound. Aber soweit erstmal ist das Ergebnis dazu. Jetzt zu OpenMP. OpenMP ist ein bisschen anders als MPI. Das Programm wird nicht von allen Prozessoren, nicht irgendwie unabhängig gerechnet, sondern darin würden wir halt irgendwie eine Anzahl von Threads spawnen oder so ähnlich, die das dann halt macht. In unserem Fall ist
Außerdem habe ich eine OpenMP Shared Memory, es sei denn, wir machen irgendwas explizit private. Heißt so viel wie, Arrays werden nicht über ein Netzwerk gesendet, sondern ausgetauscht über einen gemeinsamen Speicher. Und wir müssen mit sogenannten Race-Problemen rechnen, arbeiten. Heißt so viel wie, wenn ein Prozess mir was in das Array schreibt und ein anderer greift gleichzeitig darauf zu, während da was verändert, dann müssen wir aufpassen, dass wir das in der richtigen Reihenfolge machen. Und das Sortieren der Subbäume auf Threads, das ist das quasi Prozessäquivalent, wird nicht durch uns getan, sondern durch OpenMP selbst dynamisch. Das Routing durch einen Subtree wird als eine Art Aufgabenbereich oder Taskbereich definiert und eine wartende CPU, die gerade nichts zu tun hat, bekommt dann so eine Aufgabe. Ich habe mal so ein bisschen gemacht, wie das aussieht in Fortran. Wenn wir sagen, wir machen eine Parallel Region, also das wird von mehreren, allen möglichen zur Verfügung stehenden OpenMP-Threads gleichzeitig gemacht, aber jede Arbeit da drin wird nur einmal gemacht, das bedeutet dieses OMP-Single. Und wenn wir damit fertig sind, dann warten wir einmal auf alles. Und dann gehen wir zum nächsten Teil, der Recursive Subroutine Routing. Das ist die halt parallel von allen aufgerufen wird, aber wo jeder Prozess nur einmal was macht. Und da kommen wir ein bisschen auf deine Frage zurück, glaube ich, vorhin. Wir gehen also durch alle Kinder durch von einem Knoten und erstellen eine Aufgabe, nämlich das rekursive Routen. Aber nachdem wir das gemacht haben, warten wir auf alle anderen Prozesse. Mit anderen Worten, auf alle anderen Threads. Wenn ein rekursiver Aufruf von Routing ausgeführt worden ist, warten wir erstmal, bis das erledigt ist, also der Aufruf erledigt ist. Aber der Aufruf selbst erzeugt ja schon wieder eine neue Task und wir warten auch, bis die erledigt ist. Das heißt, das ganze Programm geht überhaupt erst weiter, wenn wir in einen rekursiven Aufruf kommen, in dem wir keine Kinder haben. Dann kommen wir nämlich da durch und stellen fest, wir warten auf alle Tasks, die wir vorher gespawnt haben, haben wir aber nicht, weil wir keine Kinder haben. Und dann routen wir durch alles durch. Also machen wir den unteren Teil. Dann gucken wir halt, ob wir einen Elternknoten haben. Und wenn wir einen Elternknoten haben, dann rechnen wir halt das Array, was wir halt irgendwie berechnen. Also wo wir zum Beispiel was berechnen, da rechnen wir den Wert von unseren Kindern, also zum Beispiel würden wir dann halt für so einen Knoten die Werte von der Wurzel da drauf rechnen oder so. Also was wir auch immer machen wollen, am Ende, das würden wir an der Stelle eben machen. Und wenn wir in das Array schreiben, dann wollen wir, dass nur der Thread das gleichzeitig tut. Deshalb kommt da ein Critical da drum herum. Und wenn wir das gemacht haben, dann wäre halt diese Aufgabe für das Kind fertig. Und die Elternknoten würden das aufrufen, weil dann die Aufgabe, die vorher gespawnt worden ist, beendet worden ist. Genau. Und was passiert dann? Das sieht ein bisschen wilder aus, aber ein bisschen ähnlich auch wie vorher. Was wir gemacht haben, ist, es ist wieder das Basin der Donau, wird über 22.000 Gitter zählen. Wir sammeln Arrays der Größe 1.000 ein. Das kann man machen mit OpenMP, muss man auch nicht. Ich habe beides probiert. Tatsächlich läuft es ein bisschen stabiler und hübscher, wenn man das macht mit den Arrays der Größe 1000. Und die Zeit wird alle 1000 Schritte gemessen, wie vorher. Das heißt, die Zeiten werden vergleichbar. Und dann haben wir diese wilden Kurven, in denen es auch aber immerhin schneller wird mit weiteren Prozessoren. Und dann können wir beides vergleichen. Wieder haben wir die Minima genommen von vorher und vergleichen OpenMP mit MPI und stellen ein sehr seltsames Phänomen fest. Denn eigentlich sollte MPI mit Message Sending übers Netzwerk langsamer sein als OpenMP mit Shared Memory. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch damit, ob sich da jemand schon mal befasst hat, aber das ist eigentlich so eine Daumenregel. Das sollte eigentlich schneller sein. Warum geht das hier so schief? Nun, das liegt daran, OpenMP-Tasks sind mit dem GNU-Compiler miserabel. Das kompiliert miserabel, das, was da rauskommt, wird im Prinzip über seriell berechnet. Dazu gibt es Studien. Also wenn man Tasks auf diese Weise spawnt, dann wird das quasi seriell berechnet. Genau.
Mit Intel Compiler kommen erheblich bessere Ergebnisse raus. Das zweite Problem, was wir haben, ist, dass die OpenMP Library auch noch so ein paar, also je nachdem, wie weit man da ist, kann die zum Beispiel noch keine Prioritäten setzen und findet binäre, balancierte Bäume toll. Aber wenn unser Baum nun mal nicht balanciert ist, also völlig verschieden lange Äste hat und auch nicht binär ist, dann mag die das auch nicht so gern. Genau, und dazu lese ich gerade Literatur, um das irgendwie auch noch zu verbessern. Genau, wenn wir das aber mit Intel kompilieren, haben wir auf einmal dieses Bild und es sieht ein bisschen glatter und gerader aus. Und also es ist wieder Donau mit 22.000 Zellen und genau das gleiche Beispiel wie vorher, bloß mit Intel kompiliert, das ist der Unterschied hier. Und was wir sehen, ist auch sehr hübsch, dass die Zeit bis auf für drei Prozessoren ist, glaube ich, die dunkelrote liegt hier. Alle weiteren, da läuft es fast so, dass es immer schneller wird, je mehr Prozessoren wir haben. Also dass die Subbaumgröße nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und wenn wir das jetzt vergleichen zwischen OpenMP und OpenMP mit Intel, sehen wir, die OpenMP mit Intel-Kurve ist wesentlich niedriger. Die ist schon fast vergleichbar mit MPI. Sie sollte da drunter liegen, aber das ist auch schon mal ein schönes Zwischenergebnis, dass die fast gleich ist. Genau, und dann kann man noch was Nettes machen, nämlich den Speed-Up berechnen. Der Speed-Up ergibt sich als die sequentielle Laufzeit geteilt durch die Laufzeit der entsprechenden Prozessanzahlen. Ich hatte leider keine sequentielle, aber vergleichbar ist es trotzdem, wenn man es mit einer Zeit macht, die man mit sehr wenigen Prozessoren hatte. Und als bestmögliches Ergebnis sollen da eigentlich gerade rauskommen mit der Steigung P. Das ist genau das, was ich vorhin erzählt hatte, dass wenn man eine Rechnung perfekt parallelisieren kann, dann ergibt sich die Laufzeit als serielle Laufzeit durch Anzahl der Prozessoren und das würde sich eben gerade darin als P widerspiegeln. Und wir werden aber in unserem Fall der Bäume niemals erreichen, dass es diese Strecke gibt, allein schon wegen dieser oberen Schranke der Baumtiefe. Aber wir können versuchen, näher heranzukommen und das ist das, woran ich halt gerade so derzeit arbeite. Ja, das war im Wesentlichen mein Vortrag. Hier haben wir eben noch die drei Literaturangaben zu Hu's Algorithmus und zu den Leuten, die, also das dritte, die auch mal hydrologische Flussnetzwerke parallelisiert haben, aber eben dynamisch. Gibt es dazu Fragen? Ja. Bei den Gittern, die ja zugrunde gelegt werden für das Netzwerk erstmal, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Berg und gieße von oben direkt auf die Spitze Wasser drauf, dann fließt das ja erstmal in alle Richtungen runter. Ja. Im Begriff eines Graphen würde das bedeuten, ich hätte in zwei Richtungen einen Fluss und damit einen Kreis. Wie wird das Problem aufgelöst, wenn ich dann bei einer realen Geografie dann mein Netzwerk erstelle? Also tatsächlich kommt sowas selten mal vor, was korrigiert wird. Aber erstmal sagtest du sowas wie, wir haben einen Berg und von dem Berg fließen aus Dinge in verschiedene Richtungen. Aber in dem Fall würde das halt vermutlich, Moment, wir betrachten das ja eigentlich eher umgekehrt, also dass wir irgendwo so ein großes Flussnetzwerk haben und das verschiedene Quellen hat. Das heißt, eines hätte seine Quelle dort. Und da fließt es ja schon in eine andere Richtung. Das heißt, dieser Teil gehört nicht mehr zu dem Flussnetzwerk. Nicht zwangsläufig, wenn ich mir einen Bergkamm vorstelle, der umgeben ist von zwei Tälern. Und beide Täler sind an der hinteren Seite zu, da geht es in den Wetter hoch oder so. Und der Bergkamm geht irgendwann tiefer runter. Die beiden Täler gehen ineinander. Dann würde das bedeuten, alles, was Wasser an Regen oder wie auch immer auf den Bergkamm geht, wird wie so eine Wasserscheide in beide Richtungen abgeleitet und die beiden Flüsse in den Tälern leiten das am Ende aber zusammen. Ja. Das heißt, hin zur Wurzel. Das kann passieren, das stimmt, das kann passieren. Tatsächlich interessiert mich das auch.
es wird irgendwie so eingerichtet, damit man das sinnvoll rechnen kann, dass das dann irgendwie zerstückelt wird. Ich glaube, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie das gemacht wird. Es könnte halt sein, dass an der Stelle, wo das halt entspringt, das in zwei Teile zerlegt wird, weil es eben, also es, wir reden sehr viel über Einzugsgebiete, weil eben dann das Wasser quasi aus einem anderen Bereich kommt sozusagen. Aber ja, genau. Aber also das meiste wird vielleicht durch die Auflösung erledigt, aber tatsächlich wüsste ich tatsächlich auch gerne, wie das gemacht wird. Da bin ich noch nicht tief genug in der Materie. Finde ich, ist eine gute Frage. Sonst weitere Fragen? Kann man mathematisch zeigen, was die minimale Scheduling-Länge wäre? Von dem Fall, also quasi. Also, jetzt waren das ja eben zwei verschiedene Arten von Scheduling: einmal Round Robin und einmal. Genau. Kann man denn jetzt zeigen, dass das Scheduling ist jetzt optimal? Das ist die kürzeste Fahrtlänge, die man überhaupt hinbekommen kann, auch für größere Bäume? Also wenn wir jetzt eine Baumzerlegung vorgeben und nur an der Stelle gucken würden, dann berechnet Hu den optimalen im Fall, dass alle Subbäume gleich groß wären. Also Hu ist in der Lage, Bäume mit Einheitsgrößen an Knoten optimal zu schedulen. Dazu gibt es einen Beweis. Genau. An der Stelle bin ich tatsächlich auch noch nicht angekommen, ob es da bereits einen gibt, aber genau. Ich persönlich sehe das Problem der Optimierung eigentlich eher in der Baumzerlegung. Wenn wir jetzt zurückgehen dazu muss man eine ganze Ecke zurückgehen. Wenn wir zurückgehen zu diesem Baum zum Beispiel und wir gucken uns den Knoten 8 an oder den Subbaum 8, dann ist da die 17 und da dran hängen zwei Knoten und der Knoten 17 ist halt in diesem Hauptweg von 2 bis 11. Das ist ein bisschen doof, dass dieser Baum nur einen Knoten im Hauptweg hat. Wenn wir jetzt die 17 stattdessen zum Subbaum 9 schieben würden und den Subbaum 8 halt nur aus Knoten 16 und 21 bestehen lassen würden, dann hätten wir auf einmal einen von diesen Subbäumen weniger in der Reihe bis zu 11. Das heißt, ich sehe meine Optimierungsmöglichkeiten eigentlich eher da drin. Aber die Frage ist trotzdem spannend und auf die komme ich auch irgendwann zurück. Also es ist ein großes Forschungsgebiet. Das klingt also ein bisschen, als wäre es so ein vollständiges Problem, oder? Bestimmt. Ja, kann man wahrscheinlich darauf reduzieren und schauen, ob es dann ein vollständiges Problem ist. Ja, ansonsten weitere Fragen? Gerne. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Regenfälle haben ja in der Regel einen zeitlichen Verlauf. Das heißt, das Baumnetzwerk muss auch irgendwie in der Lage sein, zeitlich das Ganze abzuarbeiten. Ja. Wird das, sagen wir mal, gleich getaktet berechnet, dass man quasi Zeitpunkte vorgibt und dann sagt, keine Ahnung, nach jeder Stunde berechne ich meine Wassermengen neu? Oder gibt es da auch andere Ansätze, wo man guckt, dass quasi, wenn jetzt in einem bestimmten Bereich einfach gar kein Regen war, dass dann bestimmte Teile ausgelassen werden aus dem Baum und nicht berechnet werden will? Wenn man das Ganze beschleunigen will, dann muss man natürlich gucken, okay, was ist der größte Einfluss jetzt für meine insgesamten Wasserstände und dann, wo kann ich abtrennen? Also es wird nicht abgetrennt, das liegt aber auch an dem Grund, dass halt nicht Regen ein einzelnes Ereignis ist, sondern Regen hat ja auch einen Nachlauf, sowas wie, wenn du an einer Stelle bist und 5 Tage vorher war irgendwo Regen, dann merkst du, dass da halt 5 Tage später oder sowas. Oder Wasser kommt aus dem Boden und fließt ins Netzwerk dazu. Also es gibt halt da verschiedene Faktoren, die dann noch mit reinfliegen. Oder sowas wie Verdunstung. Wenn es nicht regnet, dann verdunstet irgendwo was. Das heißt, da passiert permanent was. Aber was es interessanterweise gibt, ist zwei verschiedene Zeitberechnungen, also Zeitabstände sozusagen, in denen berechnet wird, was so ganz allgemein in der Bodenfeuchte passiert und was speziell in Flüssen passiert. Das hat manchmal eine andere Skala im gleichen Programm.
Weitere Fragen? Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr dabei geblieben seid und hoffe, es hat gefallen.